Also gestern gegen 17.30 Uhr ist ein 40 Jahre alter Autofahrer an der Geisaicher Straße mit seinem Auto schwer verunglückt und ist lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes von der Straße am Grärwald in Richtung Birkenkopf. In der Geisaichstraße, in der dortigen Rechtskurve, war er zu schnell und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit den linken Rädern über eine Verkehrsinsel und prallte dann zunächst gegen einen Lichtmasten und kurz darauf gegen den zweiten Lichtmasten. Das Fahrzeug drehte sich dann und blieb schwer beschädigt auf der Gegenfahrbahn stehen. Das Auto ist also total zerstört. Die Teile sind in der Gegend herumgeflogen. Vier weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. In dem Fahrzeug befand sich ein Kindersitz. Dieser wurde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert beim Unfall. Kurzzeitig war nicht klar, ob eventuell noch ein Kind im Fahrzeug war. Deswegen wurde die Halteranschrift überprüft und dort ermittelt. Aber es stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Fahrer alleine unterwegs war, dass also keine weitere Person im Auto war. Die Unfallstelle war ab 17.30 Uhr, also ab dem Unfallzeitpunkt, bis ca. 20.45 Uhr gesperrt. Ab 18.30 Uhr konnte stadteinwärts ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es kam im ganzen Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer erheblich zu schnell in diesem Bereich. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Kollegen und die Rettungssanitäter auch Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht hat eine Blutentnahme angeordnet, aber das Ergebnis dieser Blutentnahme steht noch aus. Der Fahrer ist lebensgefährlich verletzt, wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und liegt jetzt in einem Krankenhaus und es besteht weiterhin Lebensgefahr. Weiterhin wurden zwei Zeugen durch die Eindrücke an der Unfallstelle verletzt. Sie erlitten einen Schock und mussten vor Ort auch von Sanitätern behandelt werden. Musik